It's always a word in the sign of music. Okay, willkommen zum Reupload von GTA San Andreas auf Deutsch ohne Patch. Ich wollte es nur noch mal ein bisschen ausführlicher machen. So, ich zeige euch, das ist Englisch alles, seht ihr ja, New Game und so. Ich zeige euch jetzt, wie ihr das hinbekommt, mit richtigen Nachweis. Okay, bis. Also, ich zeige euch jetzt meinen Desktop. Okay, willkommen auf dem Desktop. So, dieses ist die American Geek City, die ihr downloaden müsst. So, und diese hier zieht ihr in den GTA San Andreas Installationsordner. Programme mal 86. Oder wo ihr es installiert habt, Rockstar Games, GTA San Andreas. So, geht unter den Textordner, habt ihr hier die American GXD. Entweder zieht ihr die in einen anderen Ordner und die da rein, oder ihr macht einfach, damit ihr nicht groß rum verschieben müsst, einfach Hunde, GXT oder was weiß ich, immer wie ihr das nennen will, und dann zieht ihr die American GXD da rein. Das war's eigentlich mit der Installation. Viel kann man da eigentlich nicht falsch machen. Man kann das eigentlich nur richtig machen, außer wenn man irgendwie eine Datei nicht hat oder sowas. Da kann das passieren, aber das reicht schon. Okay, wir sehen uns wieder im Spiel. Und willkommen ins Spiel. Ja, für euch war das nicht eine Millisekunde und für mich hat es nochmal drücken und das umstellen bei Fraps gekostet. Hier seht ihr, Hauptmenü, hier stand der Game-Menü oder was weiß ich, und dann stand hier New Game Options und Quick Game. Gehen wir aufs Spiel starten. Neues Spiel, seht ihr hier auch alles deutsch. Neues Spiel, seht ihr hier alles. Funktioniert eigentlich. Falls ihr keinen Ton habt, das liegt an die Audiodatei. Da müsst ihr neue Audio reinfügen. After five years on the East Coast, it was time to go home. Alles deutscher Untertitel. Ich zeige euch im Spiel. Weil manche haben nämlich das Problem, dass sie keinen Ton haben. Das ist vielleicht doch normal. Zum Beispiel da, wo wenn man startet, Pouts Buggers Com steht oder was wie das noch genau heißt. Das ist es, Dings. Das heißt, dass es, dass die Sound meistens nicht funktioniert. Also einfach den Audio, einfach nach Downloads bei YouTube suchen, Audio-Ordner downloaden, ja. Geht das dann Andreas FSX und alles downloaden. Es dauert ein kleines bisschen, aber das... Wow, fast vom Zug überfahren. Ja. Und hier zeige ich euch mal, ja, es funktioniert eigentlich alles. Und bis später, bis zum nächsten Video. Bye, bye.